Hey Freunde, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ums iPad gehen, beziehungsweise iPadOS. Wir werden heute über die wichtigsten oder meine Lieblingsfunktionen, die ich bis jetzt entdeckt habe, auf dem iPad reden. Es geht darum, ich habe mir die Beta auf mein iPad geladen, also die öffentliche Beta, die könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Es sei natürlich gesagt, dass eventuell Probleme entstehen können. Ich hatte bis jetzt keine großen Probleme. Einmal hatte ich einen Absturz, aber da habe ich auch sehr viel gemacht. Ansonsten ist es flüssig gelaufen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Also eine der wichtigsten oder gleich eine der prägnantesten Neuerungen ist natürlich der neue Homescreen. Das heißt, die Apps sind jetzt näher beieinander. Somit hat man die Fläche des iPads besser ausgenutzt. Außerdem haben wir hier praktisch die Widget-Leiste. Die ist jetzt auf dem Homescreen fest drauf. Also die kann man auch wegmachen, aber prinzipiell lässt man sie natürlich drauf. Und wenn man hier mit Siri Shortcuts arbeitet, dann kann man da sicherlich einiges draus machen. Ich persönlich bin da jetzt noch nicht so der Crack drin, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber vielleicht werde ich es ja irgendwann und kann euch da noch ein cooles Zeug mit zeigen. Das andere, was neu ist, ist natürlich der Dark Mode, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Alles dunkel. Das Ganze kann man natürlich hier in der Anzeige ändern. Also man kann es hier auch wieder auf hell stellen, seht ihr so. Oder man kann es im Kontrollzentrum machen. Aber wie gesagt, es ist, ich finde den Dark Mode ziemlich cool. Ich meine, er hat jetzt eigentlich keine Funktion an sich, außer vielleicht ganz, ganz leichte Energieeinsparung und da halt eben, bei entsprechenden Lichtverhältnissen sieht man dann besser. Aber prinzipiell ist es halt wichtig, es zu wählen. Dark Mode ist jetzt da. Das Erste, was ich sehr, sehr gut finde, ist auch der neue Browser. Wir haben jetzt hier einen richtigen Desktop-Browser, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ihr könnt hier auch euren YouTube-Kanal bearbeiten zum Beispiel oder eben Videos hochladen. Wir haben auch eine Download-Funktion. Das heißt, man kann hier jetzt entsprechend Dinge herunterladen. Das kann man auch zum Beispiel mal zeigen, indem man jetzt hier auf Apple Newsroom geht. Das ist die Presseseite von Apple. So, und da geht man jetzt einfach mal drauf und wählt einfach mal einen Beitrag aus. Ich nehme jetzt einfach mal den da. Da ist wahrscheinlich ein Bildmaterial dabei. Und dann sehen wir hier unten immer, genau, alle laden. Und jetzt fragt er, möchtest du macOS ZIP-Datei laden? Ich mache jetzt mal nein, aber von der Theorie her würde es jetzt hier einen Download-Manager öffnen und dann wäre das drin. So, das Zweite ist, übrigens was ganz Gutes, weil wenn man WordPress zum Beispiel nutzt oder Google Documents, ist es natürlich eine mega geile Sache, dass wir jetzt hier einen Desktop-Browser haben. Das Zweite ist, ich kann jetzt zweimal die gleiche App öffnen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, ich kann jetzt hier zum Beispiel meinen Blog öffnen. Na komm, okay, er will die halt nicht. Dann mache ich jetzt einfach so. So, da haben wir hier den Blog und hier haben wir zum Beispiel die Apple-Seite. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, gut, ich möchte jetzt hier was über Apple schreiben und dann kann ich hier entsprechend, es hier ablesen und hier schreiben. Mega geile Nummer. Und das Ganze ist eben jetzt auch cool, wenn ich zum Beispiel sage, ich öffne jetzt noch die Dateien-App. So, jetzt haben wir hier die Dateien-App geöffnet und jetzt könnte ich eben sagen, gut, wenn ich jetzt Safari nochmal hier hin tue, dann fragt er mich, welches Safari, also welchen Tab möchte ich öffnen, Apple oder Outbox? Und dann mache ich jetzt Outbox und hier kann ich dann eben entsprechend Dateien dann zum Beispiel rüberschieben, ja, auf meinem Blog. Die Dateien-App hat natürlich auch nochmal Vorteile. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Downloads, also wenn ich jetzt runtergeladen hätte von Apple, dann wäre das jetzt hier drin. Und das andere ist, ich habe jetzt natürlich eine Ordnerstruktur, das heißt, ich kann das hier entsprechend umstellen. Ich persönlich finde jetzt diese Ordnerstruktur eigentlich auch ziemlich geil. Und wenn ich jetzt eine USB-Festplatte anschließe mit dem entsprechenden Adapter, den ich leider gerade nicht da habe, den werde ich mir noch holen, dann könnte ich jetzt hier entsprechend Dateien hin und her schieben. Also es ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich aktuell nutze ich jetzt noch meine Rough Power dafür, das heißt, ich kann da auch eine SD-Karte und eine Festplatte anschließen. Allerdings beim iPad, wenn ich zum Beispiel einen Pro hätte mit dem USB-C-Anschluss, kann man sich auch einen Dongle holen und dann kann man ganz viele verschiedene Geräte anschließen, also zwei Festplatten und das hin und her schieben über das iPad praktisch, wie auf einem Notebook. Also das ist sehr, sehr geil. Wie gesagt, die Dateien-App, die hat natürlich jetzt fast alles verändert. Also auch das ist einfach so ein Riesenschritt fürs iPad in Richtung Notebook, sage ich jetzt mal. Oder zumindest zum Beispiel Notebook-Alternative, wie ich es immer so schön gerne nenne. Wie gesagt, Festplatten gar kein Problem, kann man jetzt eben ganz normal verbinden. Ja, also so sieht es eben entsprechend aus jetzt mit den Dateien. Also gerade die Dateien-App hat eben jetzt einen riesen Fortschritt gebracht. Was findet ihr denn am iPad oder beziehungsweise an iPadOS am interessantesten?
Also ich persönlich sage natürlich einmal, der Safari Desktop Browser ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 ist natürlich die Dateien-App, weil die macht einfach den Workflow mit dem iPad viel, viel besser. Es kommen jetzt auch immer mehr Leute auf YouTube hinzu, die das iPad verwenden wollen. Finde ich halt sehr, sehr geil. Die ganze Sache wird einfach viel interessanter in den nächsten Jahren noch mit dem iPad. Und lasst mir doch einfach mal einen Kommentar da, was euch am iPadOS jetzt zum Beispiel sehr gut gefällt. Habt ihr die Beta auch installiert? Oder habt ihr gar kein iPad, aber seid trotzdem jetzt interessiert an iPad und an iPadOS? Wie gesagt, lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich natürlich über ein Like auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, würde ich mich auch freuen. Aber ich mache, egal ob ihr abonniert oder nicht, weiter Videos, das ist doch klar. Und ich hoffe, euch hat es auch hier sehr gut gefallen, dass ich einfach mal so einen kurzen Einblick ins iPadOS gebracht habe. Ich selber habe es ja erst seit einer Woche drauf. Wenn ich es länger drauf habe, werde ich sicherlich auch nochmal das ein oder andere Video zu diesem Thema machen. Es wird dann demnächst auch noch ein LumaFusion-Video geben, weil da kam auch eine neue Version raus. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.